Ich mache gerade eine spannende Erfahrung. Neu ist sie nicht und wirklich fremd ist sie mir auch nicht, aber so intensiv wie aktuell in meinem Leben habe ich sie vorher noch nie erfahren. Für mich gibt es zwei Gruppen von Menschen. Die eine Gruppe ist bereit, das eigene Leben wirklich selbst in die Hand zu nehmen, sich seine eigenen Baustellen anzugucken, auch die Schattenseiten und auch den ganzen Scheiß, der dazugehört, und sich dem mutig zu stellen. Und die andere Gruppe von Menschen, die bleibt lieber im eigenen Drama stecken. Aktuell melden sich täglich Menschen bei mir an zur Masterclass, aber die wenigsten schaffen es überhaupt, einen Termin mit mir zu vereinbaren. Und dann treffe ich Menschen, die Feuer und Flamme sind, die es kaum erwarten können, die wollen, dass es endlich losgeht, die Verantwortung übernehmen, die Veränderungen herbeiführen wollen, und andere wiederum stellen erst im Gespräch fest, dass sie noch nicht bereit sind für diese Veränderung, für das intensive Coaching des Programms. Die haben sich dann erhofft, dass man nicht so viel Zeit zum Beispiel investieren muss, und das sind 3 bis 5 Stunden pro Woche. Was sind 3 bis 5 Stunden Zeit pro Woche, wenn du nach 6 Monaten die Option hast, ein entspannteres und friedvolleres Leben zu führen? Wo soll die Veränderung herkommen, wenn du nicht bereit bist, 3 bis 5 Stunden pro Woche für dich zu investieren? Menschen, die im Drama stecken bleiben, haben auch immer einen sekundären Nutzen davon. Und der ist mitunter größer als die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben. Zum einen fühlen sie sich sicherer. Es klingt jetzt paradox, aber sie fühlen sich sicherer, wenn sie wissen, was sie zu Hause erwartet. Das kann der größte Scheiß sein, aber es ist egal, sie wissen zumindest, was sie erwartet. Zum anderen bekommen sie möglicherweise viel mehr Aufmerksamkeit. Und so gehen einem auch nicht die ganzen absurden und abenteuerlichen Geschichten aus, die man sich mit der Freundin beim Latte Macchiato erzählt, über den Schwachsinn, den irgendein Ex-Partner gerade wieder fabriziert hat. So bleibt das Leben auch lebendig. Oder man bekommt genügend Mitgefühl, weil man es so schwer hat im Leben, weil es einem das Leben so schwer macht. Wenn diese Menschen ihre Dramen nicht hätten, welche Geschichten würden sie sich dann erzählen? Und ein weiterer sekundärer Nutzen wäre, dass ich ohne weiteres Zutun mich erhebe bzw. zu einem besseren Menschen werde, indem ich andere kritisiere. Woher ich das weiß? Ja, ich kenne dieses Spiel. Ich habe es selbst gespielt, viel zu lange, bis mir irgendwann mal bewusst wurde, dass nach solchen Gesprächen ich mich regelrecht niedergeschlagen gefühlt hatte. Viel, viel schlechter als vorher. Und was mir immer gefehlt hatte, war eine zufriedenstellende Lösung. Denn solche Gespräche führen meistens nie zu einer Lösung, die mir wirklich helfen. Welche Spiele wir spielen und welche Geschichten wir uns erzählen, das bestimmen wir ganz allein. Wir können unser Leben von den äußeren Faktoren abhängig machen. Ja, das sind dann so Momente, wo wir Sätze sagen wie: die Ex mischt sich ein, die lässt uns nicht in Frieden, mein Bonuskind tyrannisiert mich oder was auch immer. Ja? Dann geben wir die Macht für unser Leben ab und legen es in andere Hände und genießen den sekundären Nutzen, den wir dann davon haben. Und das sind auch häufig Menschen, die ihre Zeit und ihr Geld lieber in Konsum investieren, zum Beispiel in irgendwelche technischen Geräte, Apps, Abos, was auch immer, die uns fröhlich und munter von den Themen ablenken, denen wir uns eigentlich widmen sollten. Oder wir können aus diesen Dramen aussteigen. Das bedeutet natürlich erst einmal Arbeit. 3 bis 5 oder mehr Stunden pro Woche. Und wo es dich hinbringt, weißt du nicht. Das weiß ich auch nicht. Aber es wird mit Sicherheit ein besserer Ort sein als der, wo du jetzt bist. Und klar, auf dem Weg dahin wird es viele Krisen geben. Aber hey, sei mir doch mal ehrlich, hast du die jetzt nicht? Die hast du doch jetzt auch. Ich weiß natürlich, wovon ich spreche. So ein Intensivcoaching macht wirklich was mit dir. Und nicht nur mit dir, auch mit deiner Familie, mit deinem Umfeld, das sich möglicherweise ändern wird. Ja, wahrscheinlich sogar körperlich. Ja? Das ist eine Transformation. Die letzten Jahre waren für mich die reinste Achterbahnfahrt. Ja, mit extremen Höhen und extremen Tiefen. Die Höhen waren nie das Problem, die Tiefen waren anstrengend, da durchzugehen. Aber ganz ehrlich, ich hatte mich auch noch nie so lebendig und frei gefühlt. Und klar, es ist anstrengend, durch diese Tiefen zu gehen, aber es ist gemeinsam weniger anstrengend als allein und einsam. Und dafür habe ich die Masterclass ins Leben gerufen, mit 8 Experten an Bord, die dich gemeinsam durch diese Tiefen führen werden. Was soll denn da schiefgehen? Ich habe mich in solchen Momenten immer gefragt,
Was wäre, wenn ich es nicht tue? Wie sieht denn mein Leben in einem halben Jahr oder in einem Jahr aus, wenn ich es nicht tue? Und wie könnte es aussehen, wenn ich es tue? Aber die Entscheidung liegt ganz bei dir. Egal, ob du dich dafür, dagegen entscheidest oder gar keine Entscheidung fällst, du stellst die Weichen für deine Zukunft. Du kannst dich jetzt noch zur Masterclass anmelden, wenn du Lust hast, dich begleiten zu lassen und durch so ein intensives Coaching gehen möchtest und auch bereit dafür bist. Und wenn nicht, ich wünsche dir trotzdem alles Gute, alles Liebe für deine Zukunft. Mach was draus.